Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Hauptspiels, und zwar Super Mario 3D Worlds. Bowser's Fury haben wir ja schon abgeschlossen und jetzt wartet das Hauptspiel im Prinzip auf uns und los geht's. Super Mario 3D World! Yeah. Mario Toad. Ich mag den. Meine sind 1080p, 60 FPS. Naja, Wurst. Ja, jetzt habe ich fast schon gedacht, dass es wirklich bloß ein Port ist. Aber Eltor ist halt echt schnell. Ja. Ich habe ein bisschen nochmal getestet, aber ich krieg das Lecken ja nicht weg. Und wie ich gerade feststellen muss, habe ich eine dieser schönen grünen Sterne verloren oder vergessen halt. Ja. Hier ist nichts, das ist okay. Dann werden wir erstmal hier ganz entspannt die Halbzeitflagge haben. Ja. Reichen. Also so schnell habe ich den Hasen wirklich noch nie ja holen können. Genau, es gibt auch Stempel. Wenn wir, ich weiß gar nicht, was wir für alle Stempel kriegen. Die Frage ist aber auch, okay, man kann nur ein Item mitnehmen. Ein One-Up. Aber normalerweise bräuchte man jetzt diesen, ja, so den großen. Pilz. Gut, okay, das war's an der Stelle mal wieder komplett. Ja, ich wollte eigentlich demonstrieren, aber gut, das war mir nicht bewusst, dass das nicht klappt, was ich eigentlich vorhatte, weil ich hatte da halt immer so geholt. Genau, der Megapilz oder Superpilz, wie das Ding heißt.
Mit denen kriegen wir es. Easy in diesen Stern zu holen. Allerdings will ich schon gerne eine Katzenglocke haben. Also ich glaube, es lenkt ein OBS, irgendwas ist da nicht ganz so ideal. Man kann ja eine Katze komplett die Stange hochklettern. Ja, der Eintritt war einfach noch lächerlich gerade. Aber ich wollte echt da runterspringen, aber ging ja irgendwie doch nicht. Egal. Katzen-Mario-Stempel. Ihr seht, es gibt wieder viele Stempel. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich würde auch sagen, so um die 100. Und drei schöne Sterne. Also mal abgesehen davon, dass ich nichts mehr weiß über das Spiel, beziehungsweise keine Ahnung mehr habe, wo die ganzen Secret Exits sind. Also ich bilde mir ein, hier irgendwo war was damals. War irgendwo da, keine Ahnung. So ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Ärger in der Koopa-Grotte. Ich habe doch gerade meine Katzendings benutzt, aber naja. Meine Krallen. Dann halt eben nicht. Hol ich ihm den Pass am 18.02. auf. Aber auch gestern Abend ist, ja. Ja, sag mal Zeit. So ungefähr 20 Uhr ist dann auch Bowsers Fury abgedreht wurden. Also ich habe es beides an einem Part abgedreht und an einem Tag, glaube ich, 6 oder 7 Parts. Und dann auf jeden Fall nochmal 3 am ersten Tag gemacht. Wenn ein Panzer irgendwo einklemmen würde, wo er ja jedenfalls nicht, wow, wo er nicht sich, sagen wir mal, selbstständig machen kann, könnte man so One-Ups farmen, aber boah, ey, wie skilllos bin ich denn momentan? Anscheinend richtig und ich hoffe, dass ich noch keinen Stand verpasst habe. Und nein, habe ich noch nicht. Da oben ist was, ich wusste es. Und hier ist keine Kamera verfügbar. Bonusröhre oder ist das ein Secret Exit jetzt? Okay, ist eine Bonusröhre. Das war mir vollkommen für den Arsch. Oh, da ist eine Warpbox. Ich glaube, ich weiß mal, was da ist. Schon ein bisschen leid. Diese Warpbox ist nämlich dafür da, ja, leck mich doch. Ja, die sind auf jeden Fall dafür da, um, glaube ich, die Sterne noch zu holen. Ja, und das ist natürlich auch ein Zeitlimit. 20 Sekunden müssten das sein. Und
mehr, aber auch nicht. Du musst halt alle Gegner dann töten und dann halt entsprechend. Jo, das war schlau. Ja, um dann halt eben zu... Oh, das ist ja echt unsteuerbar, wenn du mal einen Charakter boost. Ich sprinte ja nicht mal. Ja, Tod rennt besonders schnell diesmal. Hier ist der Stempel. Eigentlich weiß ich so ziemlich nichts mehr über das Spiel und ich kann trotzdem noch irgendwie alles finden. Beziehungsweise zum Großteil. Ja, jetzt bin ich hier im Panzer ganz gut. Andere Idee. Entweder werde ich versuchen, da oben. Ja, perfekt. Tot zu stempeln. Tot zu trampeln. Nicht tot zu stemmen, sondern eher tot zu stampfen, meine ich. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Wie kann man denn. Hä? Okay. Oh, hinten war noch irgendetwas. Aber, naja, was soll's. Es ist schon in der ersten Folge ein Failmacher. Das ist echt peinlich. Aber was soll's. So. Hier ist ein Bonushaus oder Bonushäuschen. Sieht doch irgendwie winzig. Und wir können es ja auswählen. Kleine oder große. Ich habe in dem Fall die große genommen. Das ist deutlich sinnvoller. Also nicht sinnvoller. Das ist einfach Zufall generiert, wo was rauskommt. Und ja. Ich weiß gar nicht, wo es eine höhere Prozentchance gibt, das zu kriegen. Ich glaube wirklich, das ist Zufall passiert. Und dann... Dann habt ihr einfach die Auswahlmöglichkeit und könnt euch zwischen denen entscheiden, wenn ihr richtig gelegen seid, habt oder wie auch immer es nennt. Habt ihr eben Katzenblocke, zwei Pilze und Feuerblume. Wenn ihr das falsch gelegen habt, habt ihr glaube ich nur einen Pilz oder zwei Pilze, weiß ich gar nicht mehr richtig. Naja. So ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr. Oh ja, das Level. Höhenraus. Ja, Höhenrausch. Das Level. Ja, den Stempel sehe ich schon mal. Ich glaube, da gab es irgendwo eine versteckte. Ja, hier genau. Den hier. Zum Starcoin oder halt. Ja. Der Stempel ist auf jeden Fall dort, also ganz easy zu finden. Luigi kann glaube ich einmal komplett bis hier hochspringen, also den kompletten Abhang. Ah. So, ich weiß nicht, was hier genau ist, weiß ich gar nicht. Oha. Das war auf jeden Fall schon mal richtig. Ich wollte eigentlich nur gucken, was dahinter ist. Oh, wenn ich jetzt in den Hochhaus springen würde. So. Ganz easy. Weil ich schon sagen muss, dass die eine, oder besser, beziehungsweise die erste Starcoin, die man finden kann hier, von echt assi versteckt ist. Was passiert denn jetzt hier? Yay, Katzenblocken.
Irgendwie gab es noch was, soweit ich noch weiß. Ja, genau, die Dinger. Aber das Ding ballert uns in den Himmel. Und auch hier müssen wir wieder alle, ja, Gegner töten, um an die volle. Brauchen wir gar nicht. Um an die Starcoin ranzukommen. Die eigentlich jetzt stampfen, aber Katzenangriff machen, aber naja, halt eben nicht. So, auch hier haben wir die Fahnensteine ganz oben erreicht. Ich weiß gar nicht genau, was es bringt. Im Mehrspielmodus gibt es halt glaube ich eine Krone oder sowas dafür. Und hier, die gibt es aber bei einer bestimmten Punktzahl, bilde ich mir ein. Ich glaube, der Part wird so 20 Minuten, also so die Hälfte der Welt, macht man so in einem Part. Oder mehr, je nachdem. Auf jeden Fall mal mit Plessy. Definitiv spiele ich kein Online-Spiel. Erweitere dein Spielerlebnis, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt stören geht. So, hier sind wir im ersten Stand da. Und es ist relativ hoch. Erstmal beim ersten Versuch nicht alle Starcoins findet. Denn ich weiß auch gar nicht mal ganz genau, wo alle überhaupt sind. Das ist halt auch mal die große Frage bei den Leveln. Bei manchen. Aber hier gab es halt einfach nur ein Leben. Und ich glaube, das Ende des Levels kann tricky werden. Und ich merke jetzt, wir haben schon einen Stempel gesehen. Davon das Level auf jeden Fall zu Ende. Ja, das habe ich mal schon gedacht, dass wir den Stempel übersehen haben. Ich weiß auch nicht, wo der Stempel sein soll. Das heißt, wir werden, oder ich werde jedenfalls offscreen nochmal schauen, schnell. Und dann werde ich den Stempel einfach hinten dran hängen. Ja, bis gleich. Ich glaube, es ist ein Entweder-Oder-Weg, ja. Wow. Wow. Verdammt, ja. Entweder oder Weg ist, dass du, das heißt, du kannst das Level gar nicht mit einmal zu 100% durchspielen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und ciao.